Ihr wollt wissen, wie es mit dem Ressourcensammeln weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käfchen. So, Musik ändern. Genau. Und wir wollen erstmal, also, wir haben vor, die anderen Ressourcen hier zu holen. Jede Menge Eisen da hinten. Wir müssen nochmal dahin. Das Sulfur holen. Schwefel, genau. Und vorher habe ich aber eine andere Kleinigkeit vor, nämlich unseren Kreisel benennen. In den Kommentaren beim letzten Mal oder vorletzten Mal gab es da einen kreativen Austausch und ich dachte mal, das hier könnte ganz gut passen, wenn ich es denn jemals hier drauf biege. Ziehen wir mal so hoch. Ich mag erstmal ein kleines Schild. Aber für das andere muss ich erst einkaufen gehen. Das nehme ich mit für beim nächsten Mal. Jetzt haben wir Bild. Da würde sich ja irgendwie so eine Bahn anbieten. Und das Ding. Fahrzeugzug. Heißt Boom. Boom. Bäcker. Nein, nicht Bäcker. Bäcker. Scheiße. Da haben wir die gute Bobbele drin. So. Dann haben wir doch hier irgendwo Layout. Das gefällt mir auf jeden Fall von der Schrift her besser. Jetzt müssen wir aber... Ach, die Farbe können wir lassen. Ja. Einstellung können wir kopieren. Tada, Boom Boom Bäckerkreisel. Den sollen wir ja auch von allen Seiten sehen können, ne? Das heißt, wir setzen uns den Boom Boom Bäckerkreisel. Wir wissen das. Da so ziemlich. Dahin. Und dahin. Und auch du nicht. Ja. Danke. So. Ist ja schon mal benannt. Hier kommt demnächst noch ein Droneport hin. Achso, da wollten wir noch mal gucken. Drohnenlandeplatz. Wir das alles hier? Nee, ne? Fehlt uns. Oh ja, fehlt uns Wasser. Gut. So, wichtig ist, dass ich jetzt alles dabei habe. Für die Miner. Die haben wir auf jeden Fall. Das Zeug haben wir. Das sollte eigentlich passen. Turbomotor. 35. Wir haben 72 hier drin stehen. Ich pack also einmal ein bisschen was weg, nämlich Beton und hol mir die anderen. Einfach nur, damit es passt. Bitte einmal Beton weg. Holen uns die Turbomotoren dazu. Bei den Rahmen ist auch noch was, das heißt, wir packen auch den weg. So, Rahmen sind damit auch durch. Was brauchen wir noch für die? Viel zu viel, aber das haben wir alles. Wir könnten noch Supercomputer mitnehmen. Und
irgendwo drin in mir. Dann kommt hier, hier. Und hier, da. Okay, noch dran. So. Und wir bewegen uns wieder darüber. Das war so ein doofes Ding, da mussten wir tatsächlich mal laufen. Ich habe keine Kabel dabei, das ist auch doof. Und ich sollte das Zeug auch... Wobei es anschließend mal irgendwann mal einfach ohne euch. Das ist sinnvoller. So, dann heißt, wir fliegen jetzt darüber in die Richtung. Da landen und dann hüpfen wir mal darüber. Zack, zack. Und hier hoch. Hier wäre Kupfer, genau. Bei. Da liegt so Schwefel rum. Okay. Dann geht der Spaß hier lang, glaube ich. Kommen wir hier hoch? Oder ist das... Nein, hier ist gut. Nein, nein. Doch, das schaffst du. Du schaffst das irgendwie hier hoch. Oder auch nicht. Dann hängen wir in der Ecke fest und das ist doof. Ist ja doch hier so einen schönen Weg gefunden. Also... Die Modelle sind echt gut geworden, muss ich ja sagen. Dass die in jedem Biom ein bisschen anders aussehen, finde ich ganz cool. Oh, Schnecke. Haben wir Platz für eine blaue Elektro? Not enough space. Ich hatte gerade Blätter eingesammelt. Oder Holz. Oder Baum. Wenn wir so nah dran vorbeikommen. So. Hier hoch. Hier rauf. Doch. Ich gehe jetzt hier lang. Kannst du mir sagen, was du willst? Tja. Also wirklich. So. Das war doch unser Weg hier. Das war doch auch die Stelle, wo ich hin wollte. Die hatte ich mir doch extra markiert mit dem Mew-Marker. Zumindest. Ich muss darüber. Ich bin an einer ganz falschen Stelle hochgegangen. Das ist ja mal doof. Na, egal. Springen wir mal hier runter. Und dann können wir hier rüber springen. Uiuiuiui. Ich bin erstaunt, dass ich dabei nicht irgendwie Schaden genommen habe. Guck mal, hier kann ich wieder schweben. Aber das bringt mir nicht viel, weil ich kann nicht lang genug schweben. Da drüben bin ich rüber. Genau. Yep. Okay, wie bin ich letztes Mal gelaufen, dass ich das hingekriegt habe? So garantiert nicht. Naja, macht alles nichts. Da ist viel Wasser. Viel Wasser ist gut, weil viel Wasser brauchen wir. So, wir hatten hier unseren Miner Mark 3, den wir hier draufsetzen wollten. Ausgang da so ungefähr. Davon brauchen wir 150. Können wir laufen lassen, ist egal. Macht eh keinen großen Unterschied. Passt schon. So, haben wir das schon mal. Jetzt können wir den Marker mal... Karte ist M, Mann. Marker. Markierung entfernen. Jetzt ist wichtig... mit dem wieder hier grün, ne? Etwa dieses... Passt dieses Grün. Jetzt habe ich ihn genommen.
Easy. So, jetzt brauchen wir 6 Eisenerz. Insgesamt 4050. So, jetzt müssen wir mal gucken. Denn, wo steht er? So, hier steht der ganze Spaß. Normal, normal, unrein und rein. Also, ich mache jetzt mal ein paar Marker hier. Neue Markierung. Da. Wir brauchen nämlich in erster Linie rein. Da oben. 2. Oh, wie viel war denn nochmal? Bei Rhein kriegen wir relativ, können wir mit einem Power-Shard doch schon das Maximum raus an 780. Unrein, das heißt, wir hätten 780 sind 1560. Fehlt noch ein bisschen was. Da ist auch rein. Sind 2300 in der Ecke. Nein! Wir hätten, hier habe ich gesagt, ist noch ein reiner. Den können wir auch mitnehmen, weil es ist egal. Auch falsch. Ja, 1560, 3120 haben wir dann schon mal. Da ist noch ein reiner und dann sind wir schon bei 4500. So. Das heißt, wir fangen bei dem ganzen Spaß an und sagen als erstes mal hier Markierungen hervorheben. Dann haben wir da einen Marker. Das ist unsere Richtung, in die wir wollen. Kommen wir hier halbwegs unbeschadet runter. Das lasse ich als halbwegs gelten. Gucken wir hier rüber. Wenn wir schon dabei sind. Machen wir jetzt nämlich Folgendes. Wir gehen bei all diesen Eisenvorkommen hin. Packen eine Schnecke da rein. Das müsste, glaube ich, reichen. Ich hätte mir hier 5 aufgeschrieben. Das sind. Also eigentlich habe ich 6 meiner gesagt, aber ich komme scheinbar jetzt mit 5 aus. Wenn ich gerade richtig gezählt habe. Mal hier. Das ist doch wunderbar. Oder ich vertue mich mit der Anzahl Power Shards, die wir brauchen. Aber auch das ist nicht so ein Problem. Wenn ich jetzt einen Power Shard da reinsetze, sind wir bei 720. Oh, ich brauche etwas mehr, genau. Mal 720, wäre das auch okay? Nein. 720 mal 5 sind 3600. Da fehlt nämlich was. So, ups. Wie viel habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. 3600. Dann könnte man natürlich überlegen, hier vorne noch einfach einen normalen dazu zu packen. Oder haben wir noch einen reinen, relativ in Nähe? Ja, komm. Ja, komm. Wenn du schon so gut daran bist, übernehmen. So, wir haben den hier geholt, das heißt den Marker entfernen, den Marker hervorheben. Dann rennen wir mal dahin und gucken, dass wir uns den holen. Können wir schon einen Plan für die nächste Folge machen? Das wird dann nämlich ein. Oh, was haben wir hier? Das ist. Reinheit, war. Und rein brauchen wir nicht. Könnten wir nämlich hingehen, schon mal alles für die Drohne holen. Da bist du. Da versteckst du mich. Okay.
können wir nämlich zu Hause einen Drohnenport hinsetzen und hier einen Drohnenport. Können vielleicht auch schon mal wieder ein bisschen wer ist das Zeug? Genau. Beton mitnehmen, weil mit dem Beton, den wir haben, werden wir nicht auskommen. Da werden wir jetzt gucken, dass wir einen ganzen Zug voll kriegen. Das kann weg. Und wir machen... So. Und dann hätten wir nämlich schon mal genug Beton. Wir hätten... Oder haben wir eine ganze Menge Beton. Da müssen wir so überlegen, ob wir vielleicht eine kleine Produktion nebenbei machen, die uns hier immer mit Beton beliefert. Das wäre ganz gut. Nicht genug Platz im Inventar. Das ist schön, dann sind wir nämlich voll. So weg. Sehr gut. Und den Miner da drauf. In welche Richtung hätten wir ihn denn gerne? Eigentlich in diese, weil da... Mal, da ist unser Bahnhof. Machen wir es in die Richtung. Und auch wieder einer rein. Bam, 27. Nein, immer noch. M ist Karte. Markierung entfernen. Dann schnappen wir uns den hervorheben. So. Hi. Zip. Ist verdammt nah an dem Stromnetz. Das heißt, von hier aus gehen könnten wir uns den Strom für die ganzen Miner holen. Das wäre ganz gut. Die dann in einer Reihenfolge setzen, dann ist das super. Die Richtung dürfte gut passen. Fertig. Wir schnappen uns den Marker, entfernen ihn und gehen dann. Halt die Frage, ob wir sehen wir irgendwas Besonderes? Steht auch drin. Okay, ich habe gar kein Kabel. Oh, Kabel könnte auch noch so ein Problem werden. Vielleicht mal hier eine kleine Kabelfabrik hin, damit ich genug habe. Weil das wird hier nochmal ganz anders böse. Wir brauchen wieder eine Ausrüstungswerkstatt. Wir müssen wieder Miner machen. Was wir auch noch brauchen bei dem ganzen Spaß hier, ist, wie heißt es? Genau, für Wasser und für Öl, die ganzen Dinger. Okay, wir haben 7 Stück. Das heißt, wir brauchen, wenn wir den gesetzt haben, nochmal 2. Mache ich dann auch direkt hier. Drauf. Fertig. Ja. Habe so das Gefühl, wir haben jetzt 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Sehr gut. Bevor wir richtig anfangen, haben wir wahrscheinlich jetzt schon jetzt ausgefallen. Wunderbar. Guck mal, ich habe das mit dem M hingekriegt. Entfernen. Dann können wir zu dem gehen. Markierung hervorheben. Also wenn wir schon so die Möglichkeit haben, nicht so weit? Der da unten hat mich gar nicht bemerkt. Lol.
Brauchen wir aber nicht. Die Spinnenviecher, die sind eigentlich immer noch aggro. Ja, als ich da im Sumpf war und die eine Säule schon mal ohne euch, oder ein paar Säulen ohne euch gebaut habe, die war ständig im Weg, die kam immer angesprungen, die hat nicht angegriffen, aber die hat trotzdem so die typischen Angriffsmoves gemacht, ne? Ist immer auf einen zugegangen. Die Viecher hier sind jetzt alle dank der Einstellung wirklich tiefenentspannt. Da bin ich, ne? Das ist auch für mich vollkommen okay, da ist super, dann brauche ich die auch nicht wegmachen. Aber wie gesagt, die Spinne, die kam immer hinterher, war immer im Weg, die musste weg. Ja, Spinne heißen die Stingers. Glaube ich. So, das muss ja jetzt hier. Wenn ich schon mal hier bin. Ich habe 500 Schuss dabei. Warum packe ich nicht einfach ins Gewehr rein? Ein bisschen. Geht damit. So. Den haben wir hier. Hi. Interessiert ihn kein bisschen. Super. Spinnenviecher. Vollkommen nervös und nervig. E drücken. Heute habe ich es nicht so mit Tasten. Ja, es ist Sonntagmorgen, ich muss mich da erstmal wieder herantasten. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Ich weiß das schon. So. Okay. Wir haben die ganzen Punkte erreicht. Das heißt, auch der kann erstmal weg. Entfernen. So, damit werden alle Teile, ja, alle Ressourcen schon mal weitestgehend beschafft. Also beschafft in Anführungsstrichen. Das heißt, ich bin mir hier auf ein Ohr. Also die ich mit Minatoren machen kann. Einmal grün setzen, fertig. Jetzt fehlt uns Öl und Wasser. So, Öl und Wasser. Wenn ich mal nah dran, das ist alles Eisen, ne? Das ist auch Eisen. Okay, das ist extrem weit weg. Also mit dem hier könnten wir vielleicht noch mal letztendlich wäre es ja so eine Sache, hier raus nochmal schön Beton holen, den wir uns machen, und hier raus nochmal, Kabel. Das ist einem von den beiden. Wird ja reichen. Wie viel Wasser wird man hier wohl rauskriegen? Weil ich bin jetzt über Ölpumpen gegangen, über ganz normale Wasserextraktoren. Aber die Frage ist, ob ich mit den beiden. Guck mal hier, wunderschön. Rein, normal, unrein. Ja, okay. Umgekehrt. Wir haben einen unrein, zwei normale und vier reine. Und hier haben wir 4-2. Also, super. Was kriegen wir denn daraus? Wo ist die Karte? Moment. Ich hab sie doch eigentlich immer irgendwo offen. Das Problem ist, dass eigentlich das immer und irgendwo. Guck mal hier. Interaktive Karte. Einen Moment, geht gleich weiter.
Da drauf werde ich. Die Wasserfall. So. Was kommen wir da raus? 300, 600, 900, 1200 plus nochmal 300. 1500 kriegen wir allein aus dem raus. Jetzt haben wir den anderen, da ist das Imperium, wo ist das hier? Genau. Da sind wieder 1200, 1500, 1575. Also mit denen hatten wir schon 3000 Wasser. Den Rest davon kriegen wir doch von hier. Dann brauche ich gar nicht so viel, müsste aber zwei von den Extraktoren mit den Dingern machen. Egal. Material dafür habe ich nicht dabei, deswegen gehen wir jetzt mal hier hin und gucken uns Öl an. Oh. Nochmal zwei Geysire, die könnte man vielleicht auch nochmal mitnehmen. Das heißt, ich setze mir da einen Marker hin. Neue Markierung? Nein. Nicht von da aus ziehen, sondern anklicken und weitermachen. Markierung hervorheben. So. Betten wir. Dann laufen wir hier vorne hin zurück. Hoffen, dass wir irgendwann Strom kriegen, um da hochzufliegen. Zum Beispiel hier. So. Minatoren brauchen wir gerade so erstmal nicht mehr. Dann haben wir die raus. Ölpumpen. Da hatte ich gesagt 7. Was brauchen wir denn für eine? Das haben wir alles nicht. Wir haben garantiert keine Stahlbetonträger. Oh, das heißt, ich muss definitiv dafür zurück. Yep. Wunderbar. Haben wir auch so nicht dabei. Also wir brauchen Motoren und Flugzeug habe ich auch nicht. Kabel habe ich hier keine mehr. Ich habe die 200 hier, aber wenn ich mal sehe, was wir an Kabel brauchen. Okay. Da bist du. Ja. Okay, wir werden definitiv nicht den kompletten Zug voll machen mit Beton. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt am besten? Also eigentlich, ja, das Sinnvollste, was wir hier machen können, ist erstmal hier wieder einen Ausgang setzen und ein Lager hinbauen. Das wäre schon mal ganz gut. Dann könnten wir die einzelnen Sachen, die wir so haben, schon mal einsortieren und dann per Zug uns Material ranschaffen lassen, was wir so brauchen. Weil wir haben da eine ganz schöne Liste an der Seite. Das sollten wir auch mit dem Beton und dem ganzen Zeug, was wir hier so haben, hinkriegen. Und könnte ich überlegen, mit dem Mycelium einmal den. Na, obwohl, da muss ich bis ganz hinten gehen, das ist auch doof. Daraus können wir uns auf jeden Fall schöne DNA-Kapseln machen. Noch mal ein bisschen Coupons extra. Oh Mann. Also das ist noch mal ein Akt. Das heißt, nächste Folge gehen wir hin, machen uns hier ein Lager für die ganzen Materialien, die wir brauchen. Das heißt, ja, habe ich das bis dahin aufzuschreiben? Ja, sicher, kriegen wir hin. Da schreibe ich mir ein bisschen was auf und dann machen wir da weiter. Wird auch dunkel. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.